Hallo mal wieder. Wieder auf der epige schwarzen Puppe. Mit dem Tiger, dem Tom und dem Kling. Servus. Moin. Und wir machen wieder ganz verrückte Sachen. Ja. Voll verrückt, dass ich mit dem LKW fahre. Ach Mann, jetzt musst du wieder den Joke wegnehmen. Och Mann. Das war doch der Joke, Mensch. So, jetzt einmal anfangen zu kurbeln, dass wir den Lacher rauskriegen. Naja. Ja, auch wieder gut, ne? Ja, hier, seien wir mal nicht böse, aber hier ist wirklich Berg- und Talfahrt, wo gestern auf dem Hauptserver keine war. Ja, sag ich doch! Ja, da müssen wir wirklich ein neues Safe-Game anfangen. Hat mir ja keiner! Dann liegt das aber eher am Safe-Game. Ist jetzt auch nicht das meine, ne? Ja, ich hab das jetzt gerade gesehen, ja. Weil ja, das war alles glatt vorher. Ja, aber kann das vielleicht damit zusammenhängen, weil das eben halt noch ein altes Safe-Game ist? Das könnte durchaus sein. Weil, ja, du weißt doch damals mit dem Kuhstall, wo Tom den länger gemacht hatte, da hatten wir doch auch noch dieses Loch da drin gehabt. Was nach dem Neustart dann weg war. Müssen wir halt mal ein bisschen anpassen wieder. Ja. Wir haben schon oft genug Safe-Game angepasst. Oh, egal. So. Oh, ist halt so, ne? Ich liefere mal bei der Kaufhalle ein bisschen Milch ab. Müssen die Leute nachher ihre Tüten selber mitbringen. Gab es wahrscheinlich wieder mal keine Glasflaschen. Den kippe ich gleich mal, was waren es? 32.000 Liter Milch auf dem Hof. Da haben die nicht gesagt, die füllen. Du solltest schon den Tank kippen. Aber haben die letztes Mal nicht gesagt, die füllen selber ab? Genau. Frisch vom Laden, nicht wieder was. Mann, früher bist du mit der Milchkanne einkaufen gegangen. Ich weiß. Genauso wie die Kinder von Baba mit dem Bierkuchen in der Kneipe gegangen sind und haben einen Kuchen voll Bier geholt. Das kenne ich auch noch alles. Da war auch mit dem LKW. Ja, doch wohl in die Dings hier rein. Ich denke immer, ich muss mich schon weiter ausholen. Hier gibt es schmale Straßen, hier darf keiner entgegen. Ja, es sind halt kleine Dorfstraßen hier. Alter, ich und LKW fahren, das ist ja wieder so für sich. Michi, mach dich hin da. Oh, hast du das in dem krassen Soll ich gekriegt? Mach dich hin da! Wohin? Oh, was meinst du wegen krass? Da ist die Gangschaltung, die Gangschaltungshebel animiert. Ja. Da schaltet die Gänge durch, das hab ich noch gar nicht gesehen in dem Mod. Ich musste gerade mal ganz schnell mit der Kamera mal durchs Dach fahren, damit man mein Abkippen nicht sieht. Hast du dich quergestellt? Nein. Aber ich habe den Anhänger drin, der schön zu allen Seiten wegkippt. Ach, den. Ja, das gab irgendwie gerade eine Futterexplosion. Ja, muss Tommy auch nochmal gucken, was da passiert ist. Den haben sie ein paar Blitzknaller mit ins Futter gemischt. Ja, wahrscheinlich. Das könnte auch sein. Ey, das ist genial gemacht bei dem Krass, ey. Da haben sie die Russen was einfallen lassen. Die animierte Gangschaltung, sehe ich das erste Mal. Bin ja denn schon einige Male gefahren. Wahrscheinlich nie in der Innenansicht. Den Krass musst du in der Innenansicht fahren, das kannst du dann nicht groß. Ah, das ist. Kann das sein, dass das jetzt die neue Version ist, die wir runtergeladen haben, die 2.6? Das ist durchaus möglich, ja. Ja, ich glaube, den hat ich hier auch schon ausgetauscht. Dass das die letzte Version ist. Gut, Tiger Claw, da hat sie mich schon mal gefragt, was ist denn da alles neu, wo ich das erstmal durch einen Google-Übersetzer gelassen habe.
Ja, ja, ja. Kann mich dunkel dran erinnern. Ganz dunkel. Was haben wir denn jetzt immer noch zu fahren? Bin ja gleich auf den Geschmack Gras gekommen. Ganz, ganz viel. Das kriege ich aber nicht in den Gras rein. Ich habe gesagt, ich bin auf Geschmack gekommen. Ach so. Also ich teste jetzt erstmal, ob ich die Düngerspritze jetzt an dem Lager betanken kann. Liter Gülle sind so vorne. Ich fahre jetzt mal ein bisschen Gülle. Lieber Astmilch, dann Gülle, wie umgedreht. Schmeckt bitte besser. Schmeckt besser. Oh, es geht. Oh, ja, hat eh noch einen Ladewagen. Oh, mitten auf den Weg gestellt. Ich nicht, ich hab meinen hinten dran. Pass dran vorbei. Meine doofe Frage, produzieren wir jetzt eigentlich nur Festdünger oder auch Flüssigdünger? Nehme Produktion nur Festdünger. Müssen wir das auch irgendwie nochmal eine Produktion rauskriegen, wie wir das am besten machen mit Flüssigdünger, oder? Ja, so ein Tank, wo du Festdünger reinschmeißt, mit Wasser vermischen oder irgendwie so. Sonst macht das Lager ja irgendwie auch keinen wirklichen Sinn. Das stimmt. Richtig. Weil das ist nämlich jetzt leer. Ja, da müsste man die Düngerproduktion oben noch ein bisschen umschreiben, dass du eben 90% Gülle abgeben musst und 10% Mist im Gärreste. Ja, oder halt irgendwo noch so einen Tank hinstellen, wo du halt noch Wasser reinkippen musst und Festdünger und dann daraus dann Flüssigdünger machst. Ne? Sowas. Wäre ja auch. Oder müssen das da oben wohl so. Oder gleich noch einen zweiten Output noch mit reinschreiben. Oder so, ja. Entweder das oder noch ein Input für Input? Da oben. Also, ist schon Input, halt. Ja, Input, Output, ja. Genau. So, wo standen jetzt ein Ladewagen mit auf der Straße rum? Bei der Kühe und da ist Stroh drin. Der Kühe und da ist Stroh. Du passt aber dran vorbei, es geht. Er will ihn ja wegnehmen, so wie es aussieht. Sag mal, zuckt ihr auch so in der Gegend rum? Ja. Das ist wieder bloß bei mir. Lass auf die Schranke. Achso, soll der das genau der Ansatz, das Ding. Sonst gedreht. Lassen, was ich zulassen. Sehr schön, der Stroh lässt sich hier bei den Kühen sogar noch abladen. Hast du wenigstens alles rein? Oder würde jetzt noch mehr reinpassen? Weil letztens hatte ich ja, dass es da nicht reingepasst hatte. Ja, da hatten wir auch noch nicht so viele Kühe. Mhm. Stimmt, war ja was. Hast ja Shopping gemacht. Kuh-Shopping. Ja, die haben sich vermehrt. Ich hab schon lange keine Kühe mehr gekauft. Der Besamer war da. Der Besamer. Die machen das alle nicht mehr selber. Die armen Ochsen. Oder nee, Bullen. Ochse wäre ohne. Ja, eben drum, deswegen habe ich mich schnell noch verbessert. Ach ja. Mal ein bisschen den Gehweg noch mit nutzen. Mensch, du, mach das nicht, die haben sich schon beschwert. Oh ja, bei uns in der Stadt, da regen die sich auf, wenn wir bei uns das eine Haus beliefern und wir stehen mal mit einem PKW und PKW-Anhänger auf dem Gehweg zum B- und Entladen. Oh, da kommen die gleich angerannt, ey. Weißt du Bescheid, was ich meine?
Aber wie gesagt, das ist schon ziemlich manchmal echt komisch, was die Leute denken und so, ne? Wegen LKW ist es genau das gleiche, wenn wir irgendwo mal stehen oder was. Michi. Da können wir auch immer gleich. Naja, wenn wir irgendwie jetzt beim Einkaufen oder was stehen, so nach dem Motto, warum kriegen sie die Masse auch bloß auf. Wärst du irgendwo hin auf dem Lidl Aldi Parkplatz oder was, und dann ist erstmal Drama groß. Mhm. Wie wir das machen könnten und so, und oh, da geht doch alles kaputt. Ihr könnt gleich 20 Opas nie einkaufen, wenn ihr dort steht. Ja, und? 20 Omas. Nee, Opa fährt immer, Opa dirigiert. Ach so, Opa dirigiert. Wo wir sagen, Opa fährt, Oma kauft einen. Ah, da ist meine Spur. Eine Spur, ja, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich habe immer wieder so kleine Mikrolags. Gottes Willen, was macht Tigerchen denn hier? Er hilft dir. Wer hat den denn eingeladen? Das verrate ich nicht. Finde ich nicht. Ey, der Modder hat sich ja gleich auf dem Armaturenbrett verewigt in der Mod. Hä? Ja. Wie fern? Musst du mal rein switchen. Die Initialen hat er, glaube ich, drauf geschrieben. Nee. Ich bin ausgestiegen. Ach, verdammt. Daneben getappt. Steht links krass bei. Alter, jetzt habe ich aber auch gerade diese Mikro-Glas, das ist wie auf dem Feld. Ach, Tatsache! Ja, das ist ja mal cool. Warte mal eine Runde, fahr mal eh mal rundrum und stellst mal hier unter den Gärreste. Da siehst du, wie die Gangschaltung arbeitet. Geil. Tiger, das ruckelt hier bei mir hier oben aber auch. Uiuiuiui. Das war ein großer Ruckler, das war ein Einschlag. Ja, das war jetzt ein verdammt großer Ruckler. Frag mich aber nur, warum es ruckelt, weil eigentlich ist der Ping normal. FPS, ja, die springen hin und her. Das bei mir aber auch. Also, ich habe konstante 60. Ja, ich habe konstant so 8, so war knapp 30. Ja, gleich nach der Aufnahme mal gucken, ob der Server irgendwelche Fehler ausschmeißt. Falls mal kurz neu starten oder so. Also normalerweise bin ich bei 19 bis 25, jetzt knall ich irgendwo bei 40, 50 rum. Bis um die 20 wie immer. Sieger. Was? Fällt dir was auf? Muss aber auffallen. Guck mal voraus, nicht nach hinten. Ja moin. Ja moin. Nicht daran, weil gerade so, dass wir aneinander vorbeigezuckt sind. Nicht daran, weil ich meistens mehr so von schräg oben drauf gucke, weil ich die Spur sehe. Ich nehme jetzt die von mir aus gesehen rechte Spur, also die von dir gesehen die dicke, dass wir uns wieder entgegenkommen. Wo bin ich? So. Wie spät ist denn das? Katastrophe hier. Ja, es ist spät genug.
Und dieses komische Gestichele von, was wir jetzt eben hatten hier, von wer jetzt über welche Bahn fährt, das können wir auch in der nächsten Folge ausdiskutieren. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt an die Kommis, an die Däumchen und noch alles andere, was alles an die Kommunisten? Aber auch die. Ach, auch an die? Na gut. Ja, gut. Gut, danke fürs Zuschauen. Bei Visier kinderfreundlich. So, genau, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.